Also theoretisch könnten wir die Extraktoranlage schon wieder anmachen, nur die Heateranlage. Wenn einer gerade da oben irgendwo ist. Und bitte auch mal hier unten jetzt wieder Strom auf Pulverizer setzen. Weil ich da gerade die ganze Zeit am Rumbasteln bin. Pitchblende. Das heißt, ich brauche davon 6. Ach komm. Ah, hier hinten habe ich kein Signal. Verdammt. Teil von den Autarchic-Dingern, ne? War das jetzt? Nee, ich brauche mittlerweile 4. Tut mir leid. Habe ich eben Okay. nicht so dran gedacht. Achso, ich wollte gerade sagen, versucht er jetzt ernsthaft die Speed-Upgrades zu pulverisieren? Ich dachte gerade schon. Will? Will? Ah, doch. So. Also im Prinzip sollte die Anlage jetzt soweit funktionieren. Gut. Ist eigentlich irgendwer gerade da hinten? Oder muss ich dahin? Was brauchst denn du? Pulverizer-Anlage anmachen. Und Heater und Extraktor. Pulverizer wäre super. Ich habe die Frequenz gerade nicht gefunden. 515. Pulverizer. Brauchen wir das weiße Heater. System hinten, hier hinten? Bitte? Brauchen wir das weiße System hier hinten? Ist halt theoretisch das Lager. Also eigentlich ja. Ich bin aber am Überlegen, Pulverizer, ob Heater, wenn. Extractor ist an. Ja, ich bin nicht am Überlegen, ob wir nicht einfach die Wasserquelle ein bisschen tiefer setzen. Dass wir halt die Oder es Kabel hier einfach so gerade lassen. durchlegen können. Passt da, wenn hier ein paar Gänge rundherum sind. Ja, wobei hier kannst du es ja abkapseln. Das heißt, so kannst du das andere hier auch locker langlegen. Ich bloß gucken, was hier am besten. Ah, ich hoffe, ich habe jetzt das System gerade nicht geschrottet. Mit Pech habe ich gerade das System geschrottet. Wieso? Ich habe auch so gesehen beide Systeme miteinander verbunden. Also der Ist aber kriegt hier noch auf da. jeden Fall. Ja. Das System ist auf jeden Fall noch da. Von daher. Habe ich auch eben nachgeguckt. So, wie sieht's denn aus? Aber Funktioniert's das ist denn die jetzt? Sache. Unten die Sachen sind ja jetzt angeschlossen. Wie schließen wir jetzt den Extractor an? Ja, einen Moment. Ich guck mir das gleich an. Warum kriegt er keinen Strom? Wieso fehlt hier ein Kabel? So, ich brauche mal ganz kurz ein Käbelchen. Nee, Conduit heißen die Dinger, ja. Also irgendwer von euch hat hoffentlich die Uhr im Blick. 22 Minuten. Okay. So. Normalerweise sollte er das jetzt hier auf alle aufteilen, vernünftig. Ja, so halb teilt er es auf. Was? So halb, er teilt es gar nicht auf. Ja, doch, er teilt es ein bisschen auf, aber er hat halt keinen Input. Das ist das Problem, weil momentan kein Uran zukommt oder irgendwas. Weil er halt jetzt noch alles abarbeitet und momentan kommt nur Kupfer. Kann man das mit den Lasern noch ein bisschen beschleunigen? Mehr Indem man da Laser zum bauen. Beispiel mehr dran hängt? Wie viel Aber RF braucht so ein Laser? vergleichsweise wenig gegenüber den restlichen Müll, den ja, wir also haben. theoretisch kannst Nein. du Nein, es geht rundherum darum. Laser packen, ohne dass wir große Stromprobleme haben. Nein, es geht einfach darum. Ich habe keinen Bock, hinter jeden Laser einen Tesseract zu setzen. Nein, Nein, das das geht brauchst du nicht. nicht. Also Nein, die. nur. Du kannst, glaube ich, mindestens 3x9 drumherum setzen, dann sind die Leitungen immer noch nicht verstärkt. Ja. Verdammt. Hast du mal eben bitte irgendwie weißes Kabel?
Kannst das Kabel hier mal ein bisschen weiterlegen? Hä? Wie? Ist noch nicht angeschlossen? Das weiß ich, aber ich wüsste, das war noch nicht angeschlossen. Würdest du das bitte machen? Nein. Danke dir. Was soll das? Wie war das, wenn man die Kabel anguckt, färben die sich ein? Sieht jetzt hier vorne ziemlich lustig aus. Hä? Das Kabel wollte sich nicht weiß haben lassen, also haben wir jetzt einen lila Punkt da drin. Du musst einfach ein weißes Kabel reinsetzen. Wo? Ja, ich habe keine weißen Kabel mehr. Dann normale Kabel, Bone Meal umranden mit den Kabeln. Und ich war gerade ernsthaft so schlau und hab die einzige... Oh Gott. Ist ja nicht so, dass ich das Ding brauch. Wie heißen die Dinger noch? Transfer. Ich brauche einen Transfer-Node, ein paar Pipes und Filter. Haben wir noch Wireless-Teile da? Keine Ahnung. Multi, kannst du mal bitte eins der Kakteen... Was haben wir? Ich meinte dich eigentlich. Oder Flinny, mir egal. Kann einer von euch beiden bitte eins der Kakteen in den Ofen schmeißen? Ja, warte kurz. Hab schon. Danke. Welchen oben hast du? Ja gut, ich geh kurz schlau. Das ist schon ein Electric Furnace. Achso. Ja, die funktionieren nur auf Solar momentan. Ja, das ich hätte es jetzt einfach lassen müssen und hätte mich nie ins Bett gelegt. Der Flinny hätte sich bestimmt nach 5 Minuten gewundert, warum der Ofen hier funktioniert. Nein, das hätte wahrscheinlich relativ schnell angedacht. Hey. Wollen hier nicht zu optimistisch sein. So. Ach, wir haben noch theoretisch ein 5x5 Feld aus den Lasern machen und dann daneben nochmal stellen, oder? Ja. Cool. Also bis 5x5 in jede Richtung kannst du es machen. Weil 3x3. Wenn ich jetzt noch 2 3x3 Felder da rumstelle, sollte das eigentlich auch passen. Ja. So, mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe noch nie mit den Dingern gearbeitet. Oh mein Gott. Ja. Jetzt haben wir genug Obsidian, obwohl sollten wir ja. Wir haben irgendwas an die 34.000 Obsidian. Also, ja, wir haben, glaube ich, genug. Okay. So, was mich jetzt mal interessieren würde, das vielleicht? Verdammt, wie mache ich das jetzt? Vor allem, wenn das jetzt geht, Flinny, töte mich bitte nicht. Wenn was geht. Aber ja, töten kann ich dich gerne. Ah, nee, gut. Das braucht ein pulsierendes Signal. Stimmt, die arbeiten ja nur mit pulsierendem Signal. Da war ja was. Dann brauche ich jetzt ein Filterchen. Beziehungsweise zwei. Alter, jetzt zum zweiten Mal genau im Geistenblock genau gleich verbaut. Cool. Na gut, hier hatte man von Anfang an WLAN. Ja, jetzt hast du aber noch stärkeres WLAN. Noch stärker? Werden die Items schneller übertragen und braucht weniger Strom. Ist das wirklich so? Nein. Ja, ah, ich habe kein WLAN mehr. Du Mörder. Hör auf damit. Kann sein, aber... Was? Ich töte dich gleich. Hör bitte auf damit. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich weiß auch nicht, was ich habe. Oh, ich habe zu wenig Pipes. Ich brauche noch eine Pipe. So, dann brauche ich jetzt Wooden Pipes. Pipe. Da. Wooden Pipe. Iron Pipe. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Bitte? Ja, muss mal gucken, wie du das am besten machst. Auf
jeden Fall brauchen wir. Du musst gleich eh noch eine Reihe früher runtergehen. Am besten wäre es, wenn du einfach in der Ecke direkt runtergehst. Das wäre das Sinnvollste. So, was braucht man jetzt dafür? Ist ein Chipset? Weil ich habe auch keine Ahnung, wie ich das jetzt hier vernünftig verbinden will. Ah ja, das geht auch schon mal etwas schneller. So. Ah, sieht aber gut aus, diese Lasershow. Kann man. Was ja, tätowierst du dir heute? So. Ich bin dafür, das noch zu vergrößern. Werden wir auch später. Weil wir brauchen spätestens, wenn wir so Solarpanelanlagen, also die eigentlichen großen Anlagen, die wir bauen wollen, spätestens wenn wir die bauen wollen, brauchen wir das alles. Für die Laser Hauptsache haben wir noch nichts, wo das hinkommt, oder? Bitte? Für die Laser haben wir noch nichts, wo das hinkommt, ne? Nein. Gut, Planänderung, wir müssen was anderes außer Kupfer jetzt mal langsam durchjagen. Eisen wäre doch mal eine Idee. Ja. Na? Ja, das Problem ist, dass, warum? Ah, jetzt. Gut. Das Problem ist, dass die Kiste überläuft gerade. Und das nix gut. So, normalerweise sollte jetzt eigentlich nur noch Eisen kommen. Hauptsache hier liegen Fluorite rum. Warum liegen die Fluorite rum? So, wie weit sind meine Gates? Hauptsache hier. Also die ganzen Kisten überlaufen einfach nur gnadenlos. Da. Müllsystem hast du jetzt hier hinten auch empfangen. Das heißt, wir müssten uns überlegen, eventuell getrennte Stromleitungen zu machen. Dass wir halt jeweils bis 2000 EU hier transportieren können. Weil momentan ist die Anlage zu langsam. Und zwar deutlich zu langsam. Da habe ich meine Gates gerade gesehen. Willst du mitkommen? Den mache ich mal ganz kurz Theorie. Multi, du auch Loki machen Theorie? Komm schon. Wobei, warte, ich ziehe noch kurz das Stück die so. Leitung hinter. Eldo. Du hättest es auch einfach nicht unten lang legen können, dauerhaft, oder? Nein. Wenn das besser, du hast über dir die Kabel, die da wesentlich besser. Ja, aber das ist jetzt hier dieses kurze Ach Stück. Achso, das Stück kannst du gerne unterirdisch legen. So. Du hast am Block zu viel abgerissen. Ich weiß. Hier, da hast du das Beweisstück. So, auf jeden Fall, diese Gates können wir halt auf die Pipes von Buildcraft. Ne, Buildcraft Pipes haben wir auch noch gar nicht erklärt, oder? Glaub nicht, oder? Die kennt man. Ja, also für die, die es nicht kennen, Buildcraft, diese Pipes, die wir hier halt haben, sind halt einfach Transportpipes. Genau. Wooden also Pipes sorgen raus. Gepumpt oder wie auch immer. Ja, Wooden Pipes können raussaugen. Darf ich, willst du jetzt erklären oder soll ich? Ja. Dann mal. Du darfst auch gerne erklären, aber dann auch ausführlich. Ja. Mach. Ja, ich weiß ja sonst eh nur, weil ich nur Praktikant bin. Ja, bist du ja eh nur. Also Wooden Pipes können halt raussaugen, sofern sie halt ein pulsierendes Signal kriegen. Die brauchen halt ein Redstone-Signal, pulsierend. Goldpipes beschleunigen die Items, Eisenpipes sortieren. Gibt noch ein paar andere Sachen, aber das wird jetzt Zeit noch gekalt. Was? Und das wird hier, wenn man guckt, die Iron Pipe, die hat einmal den normalen Block und dann noch die Blöcke, wo die sich zur nächsten Pipe verbinden, wie man jetzt hier sieht mit der Umrandung. Das ist hier der kleine Teil, der sich verbindet und da, bei den Iron Pipes geht das immer in die Richtung, wo der durchsichtige Teil ist und nicht wo der graue Teil ist. Genau, kommt aber auf der Version drauf an, wenn man ältere Version nimmt, ist es genau andersrum. Ja? Ja. Also im besten Fall einfach. Die Sache ist der, es geht immer dorthin, wo es bloß eine Sache gibt. Genau. So, und jetzt diese Chips. So geben die, also einfach in die Richtung hier, werden dann über die Goldpipes in die Diakiste gepumpt. Genau, und die Diakiste halt in seinem E-System rein. Ja. Oh, allmählich kann man das eigentlich nicht mit einer Transfer-Note doch aussaugen? Leider nicht, die brauchen wirklich, also die Outer Workbenches brauchen Redstone-Signal.
So, auf jeden Fall diese Chips, die Flinny mir gemacht hat, das sind einfach nur immer halt ein Chipset. Gibt es unterschiedliche Chipsets für, und halt ein Autarkic Gate ist dann jeweils halt ein Pulsating Chipset mit dazu. Ich glaube bei den Iron. Genau, da brauchen wir noch diese Web Pipe Wire Ding da. Und ein Iron Chipset. So, auf jeden Fall, wenn wir die jetzt hier mal raufmachen, haben wir erstmal ein schönes Interface. Wenn man Rechtsklick drauf macht. Da kann man jetzt verschiedene Sachen einstellen. Da werden wir auch noch zu kommen, was jetzt wann ist. Aber auf jeden Fall, hier kann man halt nur entweder halt Redstone-Signal geben oder kein Redstone-Signal geben, wenn es wahr ist. Wow, Redstone-Signal an gleich Redstone-Signal. Ah, da ist sogar auch ein Pulsieren. Cool. Wusste ich noch gar nicht. So, aber wir bei den Autarkic Gates können wir hingegen halt sagen... Wenn das Inventory voll ist... Nee, Items in Inventory ist das. Dann bitte Energy pulsieren. So, sprich, wenn ein Item hier in dem Inventar der Workbench liegt, dann soll der bitte doch pausieren. Filtrieren, wie auch immer. Genau. Ach, ja. Wieso hast du jetzt immer diese Und-Gates genommen? Ist im Prinzip egal. So, genau, hier sieht man es jetzt. Wenn in der zweiten Bedingung nichts drin steht, dann ist das eigentlich, genau. Ansonsten... Okay, also dann träuft die automatisch zu. Ja. Der einzige Unterschied zwischen AND und OR Gate ist, AND ist halt beide Bedingungen oder alle Bedingungen müssen erfüllt sein und OR ist eine von den Bedingungen muss erfüllt sein. Also ist im Prinzip in diesem Fall, da wir eh nur eine Bedingung haben, egal. So, aber irgendwie ist das Ding ganz schön langsam. Wollte ich gerade sagen, die Kiste wird dann überfüllt sein, sobald du hier viel zu viel dran hast. Warum brauchst du eine Workbench so lange? Frag ich mich auch gerade. Also eventuell sollten wir hier noch einen Schritt zwischen machen mit einer zweiten Kiste. Ist nur die Frage, machen wir die hier hin oder hier hin? Also ich würde die eher hier hin machen. Nee, dann verbindet sie sich. Die müssen wir hier hin machen. Guck mal, hier hinten hast du jetzt WLAN empfangen. Highspeed. Glaswasser. Glaswasser sogar wirklich, komm mal. Okay, das heißt, nächstes Mal, wenn ich ein Video hochladen will, starte ich erstmal Minecraft dafür. Ja, musst du auch bei deiner Leitung. Da muss ich jetzt nur noch gucken, dass ich auf diese Computercraft-Computer die Videos drauf bekomme. Ach, übersetzt es einfach in mit Assembler in 0 und 1. Und lad die dann hoch. Ja. Statt. Ja, ist klar. Aber ich glaube, die Kiste wird auf Dauer trotzdem voll laufen. Ich wette, wer jetzt nicht so wirklich Ahnung von Informatik hat, hat davon überhaupt nichts kapiert. Selbst die Leute, die ein bisschen Ahnung davon haben, haben nichts kapiert. Weil Assembler ist eigentlich schon so ein bisschen die höhere das höhere Wissen. So. Also, hey, kannst du diese... Brauchen die Dinger unter Umständen nicht sogar Strom? Nee, Strom brauchen die nicht. Ach stimmt, ich glaube, die wurden irgendwann mal abgeschwächt, oder? Weißt du, schnell gehen? Na, früher waren die Dinger relativ OP, sag ich mal. Ja, die sind ja instant gelaufen. Ja, eben. Du kennst das aber halt nur noch. Viel Spaß, deine Solarpanel-Form daraus, Sebastian. Ja. Ist ja Sinn und Zweck, dass es langsamer ist. Da wäre es ja eh langsamer gewesen, weil das hätte ja keinen Sinn gemacht, wenn das so schnell gewesen wäre. Was mit einer Solarpanel-Form? Ja. Na, du hast gewisse Teile wie Electric Circuit und so ein Scheiß, den brauchst du so oft da. Ja, nur mal als Beispiel, um mein Iron Furnace zu bauen, würde ich 8 Igneous Extruder machen und auch 8 Metal Former. 5 Metal Former. Also für 5 Materialien, die wir brauchen, auch 5 Maschinen, nicht nur eine. Das ist ja gerade das, warum ich halt eine größere Anlage baue. Aber ich würde mir trotzdem keine Solarpanel-Farm so bauen, ich würde die dann trotzdem noch craften lassen. Ja klar. Muss also man ja auch. Mit ME-System. Nö. Warum denn? Das ist ja gerade der Anspruch daran, das nicht mit ME zu machen. Weil mit ME ist nicht schwer. Ja. Das haben wir innerhalb 2 Folgen fertig gehabt. Das ist alles andere. Kommst du mal kurz hier hin, so. Wohin? Nach ganz hinten oder was? Ja, nach ganz hinten. Was möchtest du denn von mir? Du hast dich davon so aufgeregt, dass die Leitung angeblich das nicht aushält.
Was heißt du davon, wir packen ja den UV-Producer einfach hin? Bringt nichts, konvertiert nicht. Der UV-backt rum. Kannst du gerne ausprobieren. Einen UV hinsetzen. Der backt rum. Was hältst du davon, du nimmst einfach hier von zwei Outputs? Oder gibt der bloß pro Block 2000 aus?